genau, für Sheffield. So kann das irgendwie nicht mehr weitergehen. Warum? Wir brauchen einmal ein Auto. Immer das mit den öffentlichen Verkehrsmitteln mit der Mama herumfahren. Vielleicht legen wir so ein Auto zu. Schauen wir mal zum Autohändler vielleicht. Ja, oder wir schauen jetzt einmal im Internet, was es gibt. Ja, schauen wir mal. Gibt da einfach mal Autobörse ein? Genau. Gibt sehr viele Anbieter. Zum ersten? Mhm. Boah, da kann man viele Sachen ausführen. Boah, ja. Marke, Typ, Kilometerstand, Modell kannst du noch eingehen, die Farbe, das Baujahr. Und der Euro muss so was sein. Genau, schau, das kannst du da machen. Schauen wir so. Mal. Wie ist mit dem da? Der schaut super aus. Mhm. So hätte ich mir vorgestellt. Ja, der ja, aber schau. Der ist in der Steiermark. Mhm. Ah ja, das wäre schon ein bisschen weit. Kreuz mal die Suche auf Oberösterreich. Mhm. Schauen wir mal, das kannst du ja machen. Der schaut auch so ähnlich aus. Mhm, der schaut gut aus. Ja. Genau, der war in Oberösterreich. Aber wenn du schaust, das ist jetzt so ein privater Anbieter. Vorher war es ein gewerblicher Anbieter. Ja, wo liegt da jetzt ganz genau der Unterschied? Da genau weiß ich jetzt leider auch nicht, aber schauen wir mal.